Yoshimo muss sich mit Renner in Blue Skype treffen. Kurz nachdem wir, das Hafenviertel betreten haben, hat mir Yoshimo mitgeteilt, dass der örtliche Anführer der Schattendiebe, Renner in Blue Skype, ihn unbedingt treffen möchte. Yoshimo hat auch angedeutet, dass dieses Treffen für ihn von äußerster Wichtigkeit ist, weil er andernfalls als unabhängig arbeitender Dieb in dieser Gegend unweigerlich Schwierigkeiten bekommen wird. Renner müsste sich eigentlich irgendwo in diesem Viertel in einem Gebäude aufhalten. Ja, das wurde uns bereits gesagt, dass Renner uns treffen möchte. Weil wir halt mit Gail Bale zusammenarbeiten, der für Renner arbeitet. Ein tragisches Ereignis ist eingetreten. Minsk hat gemerkt, dass sein kleiner Hamster Bo verschwunden ist und der große Waldläufer ist ganz verzweifelt. Ich habe ihm versprochen, dass wir das Hafenviertel nach Spuren von Bo durchkämmen werden. Der Minsk ist sicher, Bo dort das letzte Mal gesehen zu haben. Ja. Ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Also, das ist jetzt Unfinished Business. Weil die Quest kenne ich nicht. Also, ich weiß, dass sie durch Unfinished Business hinzugekommen ist. Ich weiß, ich habe halt die Readme gelesen, was alle. Und ich musste es ja auch bei der Installation von Unfinished Business genau überprüfen, was ich alles mit reinnehme. Oh, Edelsteinchen. Ein Heldentrank. Hier sind immer gern gesehen, die Heldentränke. Und das war's hier oben schon. Ihr müsst eure. Das heißt, die Oberhügel sind jetzt erstmal nicht so wichtig für Minsk. Du Katze, hast du. Schwerter statt Wörter. Minsk gehindert, kann sich nicht bewegen. Bos Reste. Es gibt hier nichts von Interesse hier. Nur die Reste von Bos letztem Mal. Ach, Harry. Minsk Stärke ist auf 10. Ja, okay. Wo immer Minsk auch hingeht, macht. Das heißt, wir können. Bewaffnet, Verstand geschärft, bereit loszuschlagen. Irgendjemand muss es wissen, irgendjemand muss es gesehen haben. Wir müssen Bos Spur finden und wenn wir jedes Stück Hamster bis in der Stadt untersuchen müssen. Mein Mist rührt das nicht an, das ist kein Hamstermist. Ihr habt recht, Harry. Meine Augen sehen nicht so gut, wie sie sollten. Es ist das dämmerige Licht, schläft. Minsk, wenn ihr wollt, könnt ihr eure Tränen an meinem Ärmel abwischen. Nein, ich weine nicht. Große Hände und Waldläufer vergessen keine Tränen, außer vielleicht in Gegenwart von sehr starken Zwiebeln. Ich muss allergisch auf Fische reagieren. Oder Piraten. Was immer ihr wünscht. Okay. Das heißt, wir müssen. Ja. Ja, die Reste vom Bos letztes Mal. Wir müssen jetzt hier irgendwo Spuren vom Bo finden. Vielleicht im Ogma-Tempel? Oder vielleicht haben Bürgerliche gesehen. Dies ist die Stadt der Diebe und das gilt noch viel mehr für diesen Teil der Stadt. Aha. Du siehst aus wie ein kleiner Händler. Ja, wenn ihr es. Okay, Ogma hat ja einen ziemlich schönen Tempel. Weisheit haben nur die Gelehrten. Gepriesen sei der Fürst des Wissens. Seit wann ist Ogma der Fürst des Wissens? Oh nein, ich werde mich nicht einfach an den Sachen von Ogma bedienen. Weisheit haben nur die Gelehrten. Preis ist Ogma, dem wohltätigen Meister Weisheit, Erfindung und Inspiration. Kommt, wenn ihr etwas sucht, kommt und seid in diesem Tempel willkommen. Was kann ich euch anbieten? Könnt ihr mir über Ogma erzählen? Eine Idee ist etwas sehr Mächtiges, Suchender. Sie kann schnell über Ferrod hinwegziehen, als ein Mann reiten kann. Ideen sind Werkzeuge und Wissen ist Macht. Ogma lehrt uns, dass das Wissen gesammelt und ausgestreut werden muss, um Weisheit ihren Nutzen entsprechend anzuwenden sei. Der weise Gott lehrt, dass Ideen nie unterdrückt werden dürfen. Ja, was könnt ihr mir vielleicht zu Immerhin helfen? Eine interessante Fragestellung. Üblicherweise kann ich euch keine Antwort geben. Alles, was ich weiß, ist, dass die verhüllten Magier ihr magisches Gefängnis nicht innerhalb dieser Stadt errichtet haben. Wenn ihr die Magier nicht dazu überreden könnt, eure Freunde herauszugeben, dann könnte eure Suche hoffnungslos sein. Aber gebt nicht auf, die Information, die ihr sucht, könnte existieren.
Was ist mit den Diebesgilden? Mir ist bewusst, dass die Schattendiebe in Arm sehr mächtig sind und ihre Macht geht sogar noch über einfache, brutale Gewalt und raffinierte Beeinflussung hinaus. Wenn es jemanden gibt, der gegen eine solche Gruppe steht, dann müssen sie etwas haben, das ihnen hilft. Vielleicht mächtige Magie. Dann zeigt mir eure Dienste. Natürlich. Was verkauft Ogma Besonderes? Ring der Tierfreundschaft. Wow. Gut. Fragt natürlich. Also der Ogma-Tempel. Wenn es das ist, was ihr wollt. War nicht sonderlich hilfreich. Maligas Haus oder Prebecks Haus. Und der Händler hier. Hey, da habe ich heute schon lange und hart gearbeitet und es freut mich, solch ein freundliches Gesicht zu sehen. Habt ihr vielleicht Interesse an irgendwelchem Krimskrams oder an meinen Waren aus allen Ecken der Welt? Etwas Besonderes, etwas Einfaches, was immer ihr auch in diesen unseren Zeiten benötigt, ich kann es euch zur Verfügung stellen. Ihr braucht nur etwas zu sagen und alle Wunder dieser Welt stehen euch offen. Und überseht bei dieser Gelegenheit bitte die alltäglichen Artikel nicht. Das sind schließlich die Verkäufe, die die Butter aufs Brot bringen. Dann zeigt mal, was ihr habt. Tränke. Streitaxt, Langbogen, Kampfstab, Ninjato. Zweihändige Schwert, ein paar einfache Schilde. Also nichts Besonderes. Da dieses Haus, in das wollten wir sowieso rein. Ich warte. Keine große Herausforderung. Okay, Hevo ist schon mal nicht stutzig, wenn wir hier die Sachen angucken. Hm? Ja, kann ich euch helfen? Ihr seid kein Freund des Meisters, oder? Nein, bin ich nicht. Könnt ihr mir sagen, wer hier lebt? Doch, das bin ich. Er sagte, ich könnte mich umsehen, wenn ich will. Nicht unbedingt Freund. Ich suche nach Valga und würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Übrigens bin ich ein Freund von Valga. Wisst ihr, wo ich ihn finden kann? Freund oder nicht? Ihr werdet beiseite treten, während ich mich umsehe. Könnt ihr mir sagen, wer hier lebt? Ja, natürlich. Das ist das Haus des guten Meisters Cortala. Valiga Cortala. Ich bin Hevo, sein Diener, wenn ihr so wollt. Ja. Gut, dann bin ich am richtigen Ort. Ich suche nach Valgard, würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Ach, immer mehr Leute suchen nach Meister Cortala, nicht? Ihr seid doch nicht einer von diesen schrecklichen Magiern, oder? Nein, ich bin keiner der verhüllten Magier, aber ich suche Valgard in ihrem Auftrag. Das geht euch nichts an. Nein, bin ich nicht. Warum nennt ihr sie schrecklich? Diese Tortur mit den Magiern war nur noch schrecklich. Sie kamen vor 2 Wochen hierher, verlangten Meister Cortala zu sehen. Ich schlotterte vor Angst. Ich hörte sie im oberen Stockwerk. Sie verlangten, dass der Meister was tun sollte, aber er weigerte sich. Ich erinnere mich, dass der arme Meister Cortala so erregt war, dass er brüllte. Ja, das tat er. Dann ein lautes Geräusch. Sie kämpften. Ich geriet in Panik, als die beiden Magier die Treppe herabkamen. Allein. Sie sagten, Valga hätte gemordet und er müsste dafür bezahlen. Meister Cortala war ihnen entkommen. Die Magier befahlen mir, nichts weiterzugeben, aber ich war vor Sorge ganz verzweifelt. Glaubt ihr, es geht dem Meister gut? Ich bin nicht sicher, aber wenn die verhüllten Magier auf dem Fersen sind, ist er wahrscheinlich in großer Gefahr. Seid ihr sicher, dass ihr keine Ahnung habt, wohin er ging? Schwer zu sagen, aber wenn ihr mir gestattet, mich ein wenig im Haus umzusehen, finde ich vielleicht einen Hinweis, wo er sich aufhalten könnte. Doch, ich bin sicher, ich muss gehen. Weißt du, wo er da ist? Es verblüfft mich wirklich, seine Familie besitzt ein Stück Land im Osten, aber ich fürchte, dass ich nicht weiß, wo. Ihr solltet bei Suda Seli, der Waldläuferin, nachfragen, deren Freund er war. Sie besucht die Kupferkrone ziemlich häufig. Ist dies hilfreich? Mag sein, ich danke euch. Natürlich, seid willkommen, gute Geschäfte und einen schönen Tag. Gut. So der Schnee? Sehr gut. Ja! Was kann ich? Ich werde denke, es tun. Ich bin Bist so du angepisst? Nö. Also, da das... ja, eher eben das Haus ist, der wegen Mordes gesucht wird, können wir uns hier einfach wohl frei bedienen. Ja, nun gut. Er scheint eh ein bisschen Schiss zu haben. Mal sehen, ob wir oben noch was finden. Was braucht nichts Gefährliches, hoffe ich doch.
Ein Bücherregal und ein Nachttisch. Der Rest ist nicht plünderbar. Geschichten von Dambras. Die brauchen wir nicht unbedingt. Geld, ein Edelstein und Cortalas Steuerschreiben. Das ist das Steuerschreiben eines gewissen Valar Cortala. Darin werden Besitztümer der Katla und eine Hütte in den Umma-Hügeln aufgeführt. Okay. Ist ja schon mal etwas. Fragt nur, wir können aber trotzdem mit der Frau in der Kupferkrone reden, sobald wir Minz gefunden haben. Da ich eh die Kupferkrone wollte. Keine große Herausforderung. Bürgerlicher. Und ja, wir lassen den Rest des Hafenviertels erstmal aus. Obwohl, das Haus werde ich mir noch ansehen. Und die Diebesgilde werde ich mir ansehen. Ich will nämlich wissen, was Blutskype zu sagen hat. Und auch was... Ach du meine Güte. Ich, Payback, Eindringlinge. Nein, Schanzer, denk dran, was beim letzten Mal passiert ist. Unser Meister prüft uns. Eine Prüfung schon wieder? Ja, wisst ihr, dass er die Grausamkeit keine Grenzen kennt? Gerade gestern erst hat er mir 3 Zehennägel ausgerissen, weil ich einen Zauber falsch ausgesprochen habe. Ja, ich erinnere mich. Nun, ihr könnt recht haben, vielleicht sollten wir sie fragen. Nein, der Meister würde uns die Haut abziehen und darauf seinen merkwürdigen kleinen Tanz vollführen, wenn wir diese Prüfung nicht bestehen. Los, jetzt, lasst uns angreifen. In Ordnung. Elende Eindringlinge werden euch für unseren Meister aufhalten. Ja, wir werden euch aufhalten. Nein. Okay. Merke böses Haus. Mit Golems und Magiern und böse. Und Minsk ist gerade zu schwach, um was zu machen. So, das ist ein Schattendieb, der uns da nicht reinlassen wird. Ihr dürft gerne in die Gegend hereinkommen, wenn ihr möchtet. Geht nur rein. Ich nehme aber mal an, dass wir den Haupteingang nehmen sollen und nicht die anderen. Die Tür scheint von der anderen Seite her verriegelt zu sein. Es ist unmöglich, sie zu öffnen. Okay. Das heißt, hier im unteren Bereich sehen wir uns nachher erstmal nur um. Die Fenster dieses Gebäudes sind dunkel und abweisend. Okay. Schattendieb. Sitsche. Schwarzmarktdieb. Schattendieb. Okay. Hier können wir nicht so einfach hochgehen. Das sieht auch eher aus wie so ein Ansprachepodest. Du bist auch nur ein Schattendieb. Das ist verschlossen. Ihr braucht meinen. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Ja, der Mechanismus, der hierfür verantwortlich ist, lässt sich nicht einfach so knacken. Ja, auf die Sache mit den Liches freue ich, also den Leichnam freue ich mich besonders. Schattendieb. Noch ein Schattendieb. Stürz dich in mein Schwert, Böses, solange du noch kannst. Denn Minsk wird dir keinen solch einfachen Tod gönnen. Keine große Herausforderung. Bis jetzt sehe ich Blutskype aber nirgends. Dann gehen wir mal in den anderen Eingang der Gilde. Ins obere Stockwerk erstmal. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr Yoshimo, da lang. Danke. Schattendieb.
Schattendieb. Bogenschütze der Schattendiebe. Erzählt mir mehr davon. Und da haben wir wohl Blutskalp. Den wir eigentlich suchen. Was ich halt nicht sehe, ist eine Verbindung zwischen denen. Ach, da geht's runter, okay.